Es gibt einen schönen Spruch, der heißt: Nirgends strapaziert sich der Mensch so sehr wie bei seiner Jagd nach Erholung. Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem kleinen Video und vielleicht geht es dir auch so. Du jagst der Erholung manchmal hinterher, um dich zu erholen von dem, was du den ganzen Tag so tust, was wir Arbeit oder Alltag nennen. Die Lösung für ein erfülltes, erfolgreiches und glückliches Leben liegt in dem, womit wir die meiste Zeit verbringen. Und das ist unser Beruf. Und deswegen geht es in dieser Folge um die Schlüsselübung, wie du erkennst, was dein Traumberuf ist. Deswegen nimm dir am besten einen Zettel und einen Stift zur Hand, wenn du dieses Video siehst, denn ich zeige dir eine Übung, eine ganz einfache Methodik und Systematik, wie du eine Idee bekommst und vielleicht sogar eine relativ schnelle Klarheit sogar bekommst, in welcher Richtung dein Traumberuf liegt und vor allem, was dein Traumberuf auf alle Fälle schon mal nicht ist, beziehungsweise was der Beruf und der Job, den du vielleicht momentan machst, auf alle Fälle schon mal nicht sein sollte. Also, lass uns starten. Okay, also, was ist ein Traumberuf? Ein Traumberuf besteht aus drei Elementen. Eigentlich genau genommen aus vier Elementen, aber das vierte Element ist variabel. Aber diese ersten drei Elemente, die ich dir jetzt sagen werde, sind elementar und nicht austauschbar. Ich hoffe, du hast dir einen Zettel und einen Stift jetzt wirklich bereitgelegt, denn ich werde dir jetzt nach und nach diese drei Elemente sagen und diese Übung anleiten, die du machen solltest. Teil 1 der Übung ist, du nimmst dieses Blatt Papier am besten im Querformat und machst dir jetzt drei Spalten. Über die erste Spalte auf der linken Seite schreibst du dir jetzt Stärken und Talente als Überschrift. Deine erste Aufgabe ist es jetzt in den nächsten Minuten dann nach diesem Video oder wenn du diese Übung machen willst, dir einige Minuten Zeit zu nehmen. Ich empfehle dir mindestens 10 bis 15 Minuten dir Zeit zu nehmen. Du kannst es natürlich auch über die nächsten Tage und Wochen immer wieder mal machen und diese Liste ergänzen. Du solltest dir aufschreiben, was für Stärken hast du, was kannst du besonders gut oder was könntest du besonders gut, wenn du es lernen würdest. Was denkst du, würde dir leicht fallen, wenn du ein bisschen Zeit oder ein bisschen Geld in das investieren würdest? Was denkst du, könntest du schnell lernen? Also was würde schnell wahrscheinlich zu einer Stärke von dir werden? Also was sind Fähigkeiten? Was ist ein besonderes Wissen, das du zum Beispiel hast? Eine Erfahrung, die du gemacht hast? Irgendwas, was du gelernt hast in deinem Leben schon? Durch einen Beruf, durch eine Ausbildung, durch eine Situation in deinem Leben, durch eine Lebenserfahrung, vielleicht auch durch ein Problem, durch eine Schwierigkeit, durch einen anderen Menschen, was auch immer. Was sind bestimmte Fähigkeiten, die du hast? Also das könnte zum Beispiel sowas sein wie, du bist humorvoll, vielleicht bist du konsequent, diszipliniert, vielleicht kannst du gut Tennis spielen, vielleicht kannst du gut sprechen, vielleicht bist du empathiefähig, vielleicht kannst du andere gut zum Lachen bringen, vielleicht kannst du gut zuhören, vielleicht kannst du anderen Menschen gute Energie geben, unterstützen, vielleicht bist du ein guter Helfer, vielleicht kennst du dich gut mit Autos aus oder mit Zahlen oder vielleicht überhaupt nicht mit Zahlen, sondern mit Sprache, vielleicht bist du kreativ, es gibt tausend Möglichkeiten. Schreib dir also diese Liste und hör nicht auf, bevor du nicht mindestens 15 bis 20, besser wären 20 Punkte auf dieser Stärken- und Talente-Liste hast. Wenn dir selbst wirklich über die nächsten Tage gar nichts mehr einfällt und du hast diese 20 Stück noch nicht, dann würde ich dir, und das würde ich dir ehrlich gesagt sowieso empfehlen, ich würde dir empfehlen, mal 3 bis 5 Menschen in deinem Leben zu fragen, die du gut kennst, denen du wirklich ehrlichen Herzens vertraust, von denen du ein ehrliches Feedback bekommst und frag die mal nach den ihrer Meinung nach deinen 3 größten Stärken und Talenten. Was glauben diese Menschen, was du besonders gut kannst oder könntest? Und ergänze diese Punkte auf dieser Liste. Also das heißt, du hast am Ende die erste Liste mit den Stärken und Talenten über 20 Punkte. Damit kommen wir zur zweiten Spalte. Das ist die mittlere Spalte. Die steht nicht im Kern, nicht umsonst im Kern, also in der Mitte. Und das ist die Liste deiner Interessen. Schreib dir also als Überschrift bitte drüber, meine Interessen. Deine Interessen sind jetzt alle Dinge, die dir Freude machen, die dir Spaß machen, die dich komplett begeistern, wo du sagst, wenn ich da im Internet zum Beispiel was drüber lese, wenn ich da einen Bericht sehe auf YouTube oder im Fernsehen,
wenn ich in einem Magazin, das ich durchlese, was davon höre, dann bleibe ich da hängen. Da will ich alles dazu wissen. Das finde ich total cool, finde ich total geil. Dann will ich da eintauchen und ich suche nach dem nächsten Video, nach dem nächsten Video. Da bist du bei Newslettern angemeldet oder du hättest gerne Newsletter zu dem Thema. Wenn du in einer Buchhandlung oder in der Bibliothek bist und du an diesem Genre vorbeikommst, dann bleibst du da hängen. Du liest Bücher zu diesem Thema. Das sind Dinge, die dich einfach faszinieren. Vielleicht auch Dinge, die du einfach wahnsinnig gerne machst. Hobbys zum Beispiel. Machst du gerne viel Sport? Ist Sport zum Beispiel ein Interesse? Es geht gar nicht um die Sportart an sich, sondern Sport könnte Interesse sein. Reisen, Sprachen, Musik, IT, Programmiersprachen, Verkaufen, Rhetorik, Sprache, Motivationstraining, Psychologie. Alles ist möglich. Was sind deine Interessen? Schreib dir da so viele Interessen auf und alles ist erlaubt. Schreib dir so viele Dinge auf, die dir auch Freude machen, die dir Spaß machen. Wenn da drin steht, ein Interesse von mir ist, möglichst lange morgens zu schlafen, dann schreib das auf. Es ist kein Problem. Bewerte nicht. Schreib es nicht deswegen nicht auf, weil du sagst, ja, damit, das macht ja keinen Sinn, damit kann man ja nichts machen. Schreib es auf. Mindestens 20 Punkte auch auf dieser zweiten Liste. Du hast also jetzt zwei Listen. Einmal die Stärken, Talente, mindestens 20 Punkte. Zweitens die Interessen und deine Freuden, Leidenschaften, auch 20 Punkte mindestens. Und jetzt kommt die dritte Spalte. Zu der kommen wir aber eigentlich erst zum Schluss. Denn es gibt noch einen kleinen Zwischenschritt. Du markierst jetzt deine drei größten Stärken und Talente in dieser ersten Spalte und deine drei größten Interessen, Freuden oder Leidenschaften in der zweiten Spalte. Und die schreibst du dir mal zusammen, separat unter diese Listen oder auf ein eigenes Blatt Papier. Denn dein Traumberuf ist etwas, was dir erstens saumäßig viel Spaß macht, was deinen Interessen entspricht, was dir so viel Energie gibt und so viel Freude macht, dass du es am liebsten den ganzen Tag machen würdest und du würdest sogar noch Geld dafür bezahlen, dass du es tun kannst. Und zweitens musst du es auch können. Du musst also auch Fähigkeiten dazu haben. Also bei mir zum Beispiel, eine Stärke von mir ist tatsächlich, ich kann ganz gut reden. Und ich kann auch gut zuhören. Und ich spreche auch gerne, ich unterhalte Menschen gerne, ich bringe Menschen gerne zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Ich bin ein Entwickler. Ich kann auch sehr gut Probleme analysieren. Ich bin generell analytisch gut. Das sind alles Fähigkeiten von mir. Und die habe ich jetzt kombiniert mit meinen Interessen. Mein Interesse ist der Sport. Mein Interesse ist Psychologie, Motivationspsychologie, Erfolgspsychologie, Verkaufen. Das sind alles Interessen von mir. Und das habe ich miteinander kombiniert. Daraus sind Coachings entstanden mit Profisportlern, mit Teams. Daraus ist ein Studium der Sportpsychologie entstanden. Daraus sind Vorträge entstanden über Erfolg und Motivation. Daraus sind Seminare entstanden. Daraus ist mein Unternehmen entstanden. Daraus sind Verkaufstrainings sogar auch geworden. Daraus ist ein ganzes Team entstanden, das mittlerweile Seminartickets auch verkauft. Das ist sensationell. Das ist heute mein Traumberuf, mein Traumleben. Es ist die Kombination aus den größten Stärken und Talenten mit den größten Interessen. Und jetzt kommt die dritte Spalte. Die dritte Spalte, da schreibst du drüber, das ist der Markt. Jetzt brauchst du eine Marktanalyse. Was da draußen in der Welt gibt es für Probleme? Welche Menschen haben bestimmte Probleme oder Bedürfnisse, die zu deinen Stärken und Interessen passen? Das heißt, mit diesen Stärken und Fähigkeiten, die du hast und den Interessen, die du so hast, den Themen, diese Kombination, gibt es draußen in der Welt irgendwo Menschen, eine Zielgruppe von Menschen, die genau das von dir brauchen können? Denen du also mit deinen Interessen und deinen Fähigkeiten ein Problem lösen könntest oder vielleicht sogar mehrere Probleme. Wo du das Leben verbessern könntest, gute Gefühle produzieren könntest, das Leben leichter machen könntest, Fortschritt bieten könntest, Entwicklung bieten könntest. Das wäre nämlich der Markt. Denn es hilft dir nichts, wenn du irgendwas ganz toll findest und vielleicht auch was gut kannst, aber keine Sau braucht's. Deswegen, wenn du jetzt für deine Stärken, Talente und Interessen und Freuden einen Markt findest von Menschen, für die das interessant wäre, davon zu profitieren oder vielleicht sogar das Gleiche zu lernen, wenn du dein Wissen, deine Fähigkeiten weitergeben wollen würdest, dann wäre der Rahmen dafür geschaffen, dass du beruflich saumäßig erfolgreich werden kannst. Und dann würdest du eigentlich im nächsten Schritt bei der Umsetzung, weil das war jetzt alles Analysephase, also Zielgruppenanalyse,
Talentanalyse und natürlich auch Leidenschaftsanalyse. Wenn du aus dieser Analysephase jetzt den Traumberuf umsetzen willst, müsstest du dir noch die vierte Sache überlegen. Die musst du dir aber nicht aufschreiben. Und da gibt es nämlich nur zwei Möglichkeiten. Willst du das als Angestellter tun oder als Selbstständiger? Beziehungsweise auch als Unternehmer, was nochmal eine dritte Kategorie wäre. Also das heißt, willst du für jemand arbeiten oder willst du für dich arbeiten? Wenn du das Ganze für dich selbst machen willst, mit deinem eigenen Business, deinem eigenen Namen, deinen eigenen Spielregeln und es lernen möchtest, dann gibt es dafür ein Angebot von mir. Ich erkläre dir genau den Weg, den ich gegangen bin, wie ich das umgesetzt habe, erfolgreich und was die Gesetzmäßigkeiten und Strategien sind, wie du das in jeder Branche mit jedem Thema erfolgreich machen kannst und damit auch viel Geld zu verdienen, viel Erfolg zu haben und vor allem ein richtig geiles Lebensgefühl zu haben und vielen Menschen da draußen zu helfen mit dem, was alles in dir drin steckt. Und da steckt eine Menge in dir. Wenn du das wissen möchtest, dann komm zur Business Masterclass. Die Business Masterclass ist ein High-Intensity-Trainingslager von mir, wo du an zwei Tagen von mir und meinen Experten außenrum, die im Bereich Online-Marketing und Business unterwegs sind, alles lernst, was du brauchst, um deinen Traumberuf auf die Straße zu bringen als erfolgreicher Selbstständiger oder Unternehmer. Wichtig für Angestellte oder Leute, die zumindest angestellt bleiben wollen, ist dieses Seminar nichts. Die Business Masterclass ist für Leute, die sich selbstständig machen wollen, die Unternehmer oder Unternehmerin werden wollen, vielleicht auch schon sind und damit deutlich erfolgreicher werden wollen. Also wenn du dein Geschäftsmodell entwickeln, auf die Straße und maximal erfolgreich machen willst und skalieren möchtest, dann ist die Business Masterclass für dich von unbezahlbarem Wert. Also, ich wünsche dir erstens jetzt mal viel Erfolg beim Finden, bei der Analyse deines Traumberufs und wenn wir gemeinsam dein Business zur Welt bringen wollen wie ein Baby und erfolgreich machen wollen, dann lass uns arbeiten. Du findest in der Videobeschreibung unten alle Infos zur Business Masterclass bzw. wo du alle Infos bekommst. Ich freue mich auf die Arbeit mit dir, wünsche dir viel Erfolg bei der Entwicklung und jetzt let's go. Starten, umsetzen, machen. Ciao.